Und im Hintergrund rauscht die Autobahn. So schafft sich dann jeder sein Urlaubsidyll so, wie es ihm eben gefällt oder ihr. Mit einem Gläschen Rotwein in der Hand, dem richtigen Duft in der Nase und dem kulinarischen Zauber auf der Zunge. Da fällt es dann auch nicht schwer, sich für ein paar Stunden nach Bella Italia zu versetzen, genauer gesagt nach Kalabrien. Giovanni schafft die konkrete Utopie in seinem italienischen Ristorante in der Saarbrücker Hohenzollernstraße. Dort werden die Gäste verwöhnt, müssen aber auch selbst Hand anlegen. Echt italienisch natürlich. Der Name Konkrete Utopie ist Giovannis Programm. Der studierte Jurist hat sich mit seinem Restaurant einen Traum erfüllt. Als er der Liebe wegen nach Deutschland kam, wollte er nur noch kochen und seinen Schülern traditionelle italienische Rezepte beibringen. Gekocht und gegessen wird in einem Raum. Alle Zutaten sind frisch und meist direkt aus Italien. Und wir gehen jetzt bei diesem sizilianischen Rezept. Das sind Olive fritte, das bedeutet gebratene Oliven. Wir haben zwei Sorten Oliven, grüne und schwarz. Die kommen aus Apulien. Das sind gebackene Oliven aus Lazio. Gebacken. Diese Gruppe kam ursprünglich über die Volkshochschule zu Giovanni, für die er auch Kurse gibt. Jetzt treffen sich die acht regelmäßig beim Meister, um bei ihm was Neues zu lernen. Das ist eine Leidenschaft, una passione. Mir gefällt viel kochen und Wein trinken. Das war für mich ein Hobby. Und von diesem Hobby habe ich eine Arbeit gemacht. Vielleicht habe ich eine Mission. Jeder der Schüler bekommt was zu tun. Schließlich gibt es mehrere Vorspeisen, wie diesen Serrano-Schinken gerollt und gefüllt mit Parmesan oder Salat aus Cocktailtomaten mit Waldbeer-Balsamico. Den Hauptgang macht dann der Meister Giovanni allerdings selbst. Die Grundlage bildet eine Soße mit luftgetrockneter Salsiccia-Salami und Olivenöl. Dazu kommen pürierte und frische Tomaten und handgetrocknetes Basilikum. Man kommt sich hier so ein bisschen drin vor wie in so einem Restaurant in Kalabrien. Also es könnte so da stehen. Es ist halt so speziell. Jetzt nicht so, ja nicht vielleicht so, wie man es erwartet hat. Irgendwie eine Überraschung, eine positive Überraschung. Bei Giovanni meldet man sich am besten persönlich an und fragt, wann er mal wieder kocht. Seine Nummer findet man im Internet oder man fährt ganz einfach mittags in der Hohenzollernstraße vorbei. Denn mittags zwischen 12 und 15 Uhr hat er auf. Abends nur auf Anfrage. Also ich